Grüßt euch ganz herzlich, Freunde. Wir befinden uns zurzeit auf der Green Glad Station bei HörL1 und wir wollen hier oder wir müssen hier heute eine Ladung abholen. Wir sind ja leider in der letzten Mining-Runde durch einen 30k rausgeschmissen worden. Ja, das war so ein bisschen blöd, aber nichtsdestotrotz, ich hatte das Glück, dass ich vorher in einer Proberunde ein bisschen was hier abgegeben hatte und das werden wir heute hier in der Raffinerie abholen und mal nach Everest Harbor bringen. Und dann gucken wir doch mal ins Mobiglas, ob wir vielleicht noch andere Sachen nach Everest Harbor bringen können und welches Schiff wir nehmen und ob sich das lohnt und so weiter und so fort. Die ganze Folge heute steht also unter dem Zeichen Trading. So, gut. Dann würde ich sagen, legen wir mal los. Hier ist auf jeden Fall richtig was los. Ne, die Leute, die sprinten hier rum und haben es richtig eilig. Ne, hier die Overlays hatten wir uns ja auch schon mal angeguckt. Der Lichtpfad ist mittlerweile auch schon final, würde ich sagen. Beziehungsweise final leer. Ja, das Ganze sieht schon ziemlich cool aus. Auch mit diesem leichten Nebel darüber und so. Schon ganz geil. So, und da gibt es noch eine Neuigkeit. Die will ich euch auch noch zeigen. Aber dazu gehen wir jetzt erstmal runter in die Refinery Decks. Und der ein oder andere wird sich bestimmt noch daran erinnern, dass wir mal eine Inside Star Citizen Episode gesehen haben, wo uns die Klamotten der Refinery Arbeiter, also der Leute, die unten... Hirsen! Boah, ist eine unsichtbare Tür hier, ne? Komm ich nicht durch. Aber nochmal versuchen. Hirsen! Ne, geht nicht. Dann nehme ich den anderen. Nehme ich den. Das ist okay, ja nix. Dafür gibt's auch zwei, ne? So, jetzt. Gut, wo war ich? Ah ja, genau. Dass die Mitarbeiter in den Refinery Stations unten in den Raffinerien auch eigene Schutzklamotten kriegen sollten, ne? Die so ein bisschen vor Hitze schützen und so ein bisschen mit Helm und Visier und Sauerstoffmaske und... Auf jeden Fall ist das jetzt da und sieht richtig cool aus. Das zeige ich euch gleich noch. Da, die rennen da rum. Zumindest sollten sie das tun. Manchmal stehen sie auch erst rum und rennen dann irgendwann später. Schauen wir mal, was sie heute machen. Sieht auf jeden Fall ziemlich cool aus, finde ich. Hätte ich auch gerne die Klamotte. Zumindest diesen kleinen Rucksack. Den finde ich richtig cool. Ja, neugierig, ne? Neugierig. Ja, gleich sind wir da und dann gucken wir mal. Ich habe auf jeden Fall hier das letzte Mal Agrizium, Laranit, Titanium und Gold abgegeben. Und Agrizium war das meiste, das war 1850. Dann gefolgt von Gold 519, dann Titanium 487 und Laranit war nicht so viel, waren nur 146. Und insgesamt habe ich für die, wie heißt der, Dynix Solvitation, das ist die Refinering-Variante, die am längsten dauert, also es hat auch 28 Stunden gedauert, das Ganze, habe ich 1567 Alpha USCs bezahlt. Das habe ich investiert. So, dann wollen wir mal gucken, was rauskommt. So, hier haben wir schon mal so einen da. Ne, der hat so einen schnieken Helm auf und so ein paar Ohrenschützer. Aber das ist noch nicht das Highlight. Der sieht auch schon ganz cool aus, finde ich. Auch mit der Klamotte und so. Hier steht Industrial drauf. Ne, sieht doch schon mal ganz schick aus. Siehst schick aus, du. So, aber da seht ihr schon einen. Ne? Da, wie so ein Feuerwehrmann im Einsatz. Ne, sieht richtig, richtig cool aus, finde ich. Passt auch saugut hier rein. Ne? Guckt euch das an. Saugeil. Hier mit der Schürze und so, auch Industrial drauf. Dem Rucksack hier hinten. Ne, wahrscheinlich sind das so Sauerstoff-Apparillos. Ne, hier an der Seite steht auch nochmal Industrial. Sieht auf jeden Fall saugut aus, finde ich. Richtig, richtig gut. Gefällt mir. Lustig, wenn man so Leuten in Real Life so angucken würde, wenn einem die Klamotten gefallen. Geht man da so hin. Ne, hier auch zum Beispiel. Hier hat er noch so ein kleines, ja, so eine Baranzeige oder so. Ne, mit dem Rucksack hier hinten. Gibt auch so kleine Varianten. Ich weiß gar nicht, ob der jetzt auch dieses Ding hatte da. Diese. Obwohl, der hatte das auch. Ne, aber trotzdem gibt es kleine Unterschiede. Ne, gucken, ob wir noch einen sehen. Sehen wir bestimmt. Ne, hier mit ihm. Er trägt keinen Helm. Ne? Da muss ich immer an den, weiß ich, der eine oder andere kennt es wahrscheinlich, von Werner auf der Baustelle. Wie oft habe ich euch schon gesagt, ihr sollt einen Helm tragen, wenn ihr... Ja, wer es kennt, der weiß, worauf es hinausläuft. Ist mega lustig. Wer es nicht kennt, gibt mal Werner Helm ein. Ist mega lustig. So, hier sind auf jeden Fall noch so ein paar andere Typen. Ja, die gucken erstmal nur, stehen aber hier in Reihe und Glied. Ne, er hier steht fast ein bisschen zu dicht. Ne, und die haben alle jetzt ihre Klamotten bekommen. Ne, guckt euch das an. Ne, hier sitzen sie, unterhalten sich ein bisschen. Hey, hier er auch. Chillen hier rum.
Er sieht jetzt auch hier richtig schick aus, hier mit seinem Hemdchen und seinem Helm. Obwohl der Helm, naja gut, dat, der da so glücklich drüber ist, weiß ich nicht. Ich wär's nicht. Ja, sehr, sehr nice. So, aber ich würde trotzdem noch gucken. Eigentlich gibt es von diesem Ding hier noch Varianten. Aber gut, guckt selber mal. Sieht auf jeden Fall sehr, sehr geil aus. So, wo müssen wir hin? Wir müssen nach oben. Oben ist auf jeden Fall das, was wir abholen wollen, was uns interessiert. Du stehst hier übrigens super gut. Ne, hier auch der Overall und so. Ne? Sieht doch echt cool aus, das Ding. Finde ich gut. Würde ich auch kaufen. Mal gucken, ob es das irgendwann auch für uns zu kaufen gibt. Im Moment habe ich es noch nicht gesehen. Ne, hier auch. Jetzt sind wieder zwei. Ihr sollt arbeiten! So, gut. Leider habe ich das letzte Mal verpasst, als ich das hier abgegeben habe, zu gucken, wie viel ich bekommen hätte, wenn ich es jetzt gleich verkauft hätte. Da, das ist ein bisschen ärgerlich. Ärgere ich mich wirklich drüber. Weil das ja immer interessant ist zu wissen, was bringt überhaupt der Refinering-Prozess. Jetzt schon einer in die Kommentare geschrieben, dass das wohl momentan nicht so viel bringt, dass das ja eigentlich fast besser ist, wenn man es verkauft, weil die Stunden, die man hier drauf wartet, sich einfach nicht rechnen. Aber gut, das werden wir noch öfter machen. Gerade wenn jetzt mit der 3.14 das neue HUD reinkommt und die neue Scan-Mechanik vor allen Dingen, werden wir nochmal meinen. Das wird immer geiler werden, Freunde. Ne? Ah, richtig cool. So. Hier sollten jetzt auf jeden Fall ein Auftrag auf uns warten. Genau, hier steht es. Einer complete und keiner in Warteschleife. Ihr könnt übrigens hier auch mehrere Sachen abgeben. Ne? Dann steht dann zum Beispiel einer complete und 10 in Warteschleife. Wenn ihr dann mehr abgegeben habt, alles gar kein Problem. So, und hier sind wir jetzt komplett. Ne? Genau nochmal hier, das, was ich gerade gesagt habe. So viel Laranit haben wir hier abgegeben, obwohl ich eigentlich mehr abgegeben habe. Vielleicht ist auch ein bisschen was verschütt gegangen. Und das sind jetzt die, Standard-Cargo-Units kann man nicht sagen. Ich glaube, es sind eigentlich eher 2 oder 29 Standard-Cargo-Units. Auf jeden Fall sehr, sehr wenig. Deswegen lohnt sich das kaum, hier jetzt ein Riesenschiff zu nehmen. Ne, schauen wir mal. Nehmen wir mal die Carrack. Nein, eigentlich wollte ich mal die Starlifter wollte ich nicht fliegen, weil das ist jetzt, die wollte ich eigentlich mal wieder fliegen. Ne, aber ihr seht schon, ne, das ist ein Tropfen auf einen heißen Stein. Das ist noch nicht mal die Hälfte voll, deswegen bringt es das eigentlich nicht. Aber es ist halt die Frage, was wir eventuell sonst noch abholen. Ich gucke mal ganz kurz hier in mein Mobi-Glas und dann schauen wir mal hier unter Journal bei Commodity Price Alert, ob es irgendwas gibt, was wir noch nach Lawville mitnehmen können. Ich hatte vorhin, glaube ich, Everest Harbor gesagt. Wir wollen natürlich nach Lawville, ne? Everest Harbor, da. Die produzieren ja nichts, da wird nichts overstockt sein. Wir gucken erstmal, was überhaupt Lawville haben will. Helium zum Beispiel. Oder, was haben wir noch? Audio-Visual Equipment. Oh, obwohl das ziemlich teuer ist. Das ist mir fast ein bisschen zu riskant. Und Distillate Spirit. Das ist auch noch understockt. Und jetzt gucken wir mal, wo wir was overstockt haben. Hier haben wir Processed Food overstockt. Hier haben wir auch Processed Food overstockt. Dann haben wir ja auch Processed Food overstockt. Na, das ist ja ganz toll. Und wir haben auch Processed Food overstockt. Ja, herzlichen Glückwunsch. Ja, wenn wir jetzt noch Processed Food in Helium umwandeln könnten, dann wären wir die Könige, ne, des Handels. Ja, so macht das, glaube ich, wenig Sinn. Wir können jetzt natürlich auch nach Area 18 fliegen. Da ist auf jeden Fall Processed Food understockt. Und ich glaube, da werden wir auch unsere Sachen los. Allerdings müssen wir erstmal gucken, wo kriegen wir denn Processed Food her? Wir kriegen das einmal von Shady Glen Farms. Das ist auf jeden Fall nicht hier. Das müsste. Wo das. Ist das nicht bei Valla? Glady? Shady Glen Farms? Warte mal, ich guck mal ganz kurz. Eigentlich müsste das doch hier sein. Samson and Sons Salvaging Center. Ah, das hat er unterschlagen. Nee, ist er aber hier nicht. So, gucken wir nochmal ganz kurz hier. Bei Lyria. Das macht natürlich alles auch keinen Sinn, wenn wir quer durch das ganze Stanton-System gurken, um da unsere Materialien zu sammeln. Dann letztendlich rechnet sich das alles auch nicht. Ne? Deswegen dann lieber kurze Strecken, aber dann auch effektiv. Ne, anstelle halt hier wirklich jetzt. Ha, ich vermute mal, die meisten Sachen. Ne, hier ist es aber auch nicht. Sind im Crusader-System. Ne, da wird halt viel produziert auf den Monden. Ne, wenn man da ist, dann kann man immer mal was mitnehmen.
So, wo haben wir noch? Was habe ich gesagt? Processed Food. Overstocked ist a Butts Grovery. Das ist auch nicht hier. Ich glaube, das ist irgendwo anders. Dann haben wir Gallant Family Farms. Das ist auf jeden Fall auch nicht hier. Ich glaube, das ist auf jeden Fall Crusader. Das ist auch Crusader, glaube ich, irgendwo. Das wäre echt nicht schlecht, wenn hier noch der Mond hinterstehen würde. Ne? Location, meinetwegen, keine Ahnung, hier Celine, so. Ne? Das wäre eigentlich sehr, sehr gut. Ja, aber so macht das keinen Sinn. Ne? Wir brauchen hier, so einen Quatsch brauchen wir nicht mitnehmen. Zumindest nicht, wenn wir da jetzt noch einen riesen Bogen fliegen müssen. Deswegen lassen wir das erstmal, würde ich sagen. Und hoffen dann einfach auf eine bessere Charge und bessere Verbindung. Und nehmen erstmal nur unser refinedes Zeug mit. So, also, was haben wir denn jetzt hier? Brauchen wir echt nicht so ein großes Schiff nehmen. Schauen wir mal, können wir auch relativ kleines nehmen. Ich schau mal, was hat denn die Valkyrie im Angebot? Ah, guck mal an, die Valkyrie. Das ist doch mal richtig geil. Da kriegen wir das genau rein. Perfekt. Machen wir doch. Zack. Bam. So, jetzt macht er hier was. Jetzt lädt er das gerade um wahrscheinlich. So, Work Order Delivered. Sehr, sehr schön. Ich denke mal, in Zukunft müssen wir dann, denke ich mal, in Hangar. Dann wird das da wahrscheinlich irgendwo stehen. Ja, wird das da hingeliefert. Was hat er hier? Eine Zeitschleife gefangen, mal. Ich befreie dich, komm. Okay, geile Chance. Und dann müssen wir das wahrscheinlich erstmal verladen, würde ich sagen. Oder wir bezahlen NPCs, dass sie das für uns tun. Ne? Denke ich mal, dass das so auch funktioniert. Aber, naja, gut. Ich freue mich auf jeden Fall aufs Verladen. Ich finde, das gehört auch irgendwie dazu. Also als Miner und Trader muss man auch verladen. Ja, nach wie vor echt saugeil hier, finde ich. Sehr cool. Gut, dann würde ich sagen, werden wir uns die Valkyrie holen und dann nach Lorville runterfliegen. Ja, und damit sollte das erstmal gewesen sein. Ne, eine entspannte, kurze Trading-Runde. Hätten wir jetzt noch was anderes mitnehmen können, dann wäre ich jetzt noch einen kleinen Umweg geflogen, jetzt auf einen Mond zum Beispiel. Aber so macht das... Kann man hier... Ja. Kann man angeflogen, hat sich wahrscheinlich auch gewundert. Was wollte ich sagen? Genau, sonst wäre ich noch runtergeflogen auf die Monde, hätte dann noch ein bisschen was mitgenommen. Ne, so ein, zwei Stops kann man da noch machen, aber jetzt nicht irgendwie quer durch Stanton, das, das sehe ich nicht ein. Ne, und so fit bin ich im Traden nicht, dass ich jetzt weiß, dass ich das und das dann da noch hinbringen kann und dies und das dahin. Das ändert sich einfach auch noch zu stark. Und leider ist es teilweise auch immer noch so, dadurch, dass die erste Iteration des ganzen Marktsystems schon drin ist, sind viele Materialien, oder ja, Rohstoffe oder was auch immer ihr liefern könnt, an bestimmten Orten dann auch sehr schnell schon voll und ihr werdet die da halt nicht mehr los. Na, das ist leider ein Problem. Da, ja, da ist halt so die Frage, wie macht man's, ne? Macht man's so, dass die Spieler einfach ein schönes Trading haben und Spaß haben und alles ist, ja, wird nicht weiter programmiert? Oder macht man's so, dass man's halt reinbringt und dann ist halt leider erstmal eine Sache nicht mehr so funktabel oder funktioniert halt nicht mehr so richtig, weil halt noch der Rest fehlt, ne, wie zum Beispiel andere Systeme. Ne, wenn wir dann irgendwann Pyro haben, wenn wir Nix haben, was anscheinend auch nicht mehr so lange dauert, dass wir das bekommen, dann ist das natürlich was ganz anderes, weil dann können wir sonnensystemübergreifend halt liefern und dann ist, glaube ich, Trading auch, ja, wieder richtig profitabel. Würde ich jetzt mal so schätzen. So, Valkyrie, sehr, sehr schön. Ich mag das Schiff, ich fliege die gerne. So, ist natürlich weiter oben, ne, ist ja von Envil. So, wo ist er? Da ist er. Ja, ist natürlich auch dann hier schon eingelagert, ne? Logischerweise. Oh, dann bringen wir das mal runter, das Ganze. So, im Spektrum habe ich jetzt auch schon oft gelesen. Mensch, wie sieht es denn aus? Wann können wir denn endlich auf dem Hurston Building landen? Also da auf dem, im Business District oben, auf dem Hurston Gebäude sind ja auch Landeplätze, ne? Dem einen oder anderen ist es bestimmt schon mal aufgefallen.
Aber momentan gibt es halt noch keine Landeerlaubnis. Und ja, müssen wir mal gucken, wann das kommt. Hurston ist ja auch noch nicht final. Das haben sie ja damals auch gesagt, dass sie da auf... Oh nein, ich habe 4 gedrückt. Verdammt. Dass sie da noch mal ran müssen und dass sie da auch noch ran wollen. Es gibt ja auch noch im Business District eine eigene Shopping-Meile, sage ich mal. Würde ich es mal so beschreiben. Wo es dann auch eine eigene Kollektion gibt von Klamotten, Lorville, so eine Lorville-Kollektion, das alles sieht so ein bisschen Art Deco-Style aus, richtig cool. Fehlt ja auch noch, ne? Da fehlt noch einiges. Außenbereiche sollte es eigentlich auch noch geben, dass man da ein bisschen draußen rumgurken kann. So, mir fällt gerade, glaube ich, ein, dass ich gar keinen Helm aufhabe, oder? Mal gucken. Nee, habe ich nicht. Aber das ändern wir kurz, und zwar so, zack. So, hier kommen wir noch raus, denn hier ist ein kleines Luftschild hier vorne. Da seht ihr das Blaue hier. Aber jetzt hat er den Helm auf und raus geht's. Achso, wir sind falsch. Nein! Ah, wenn man zu viel auf einmal macht. Jetzt ist der Fahrstuhl natürlich schon zu Pad 5 gefahren. Mist. Ja, müssen wir kurz warten. Ja, ich habe mir für dieses Outfit mal einen anderen Helm jetzt besorgt, denn der andere, also der ursprüngliche Helm zu diesem Set, der ist ja leider... So, jetzt nochmal kurz konzentrieren hier. Der ist ja leider nicht sauerstoffdicht, also im Vakuum können wir dann nicht überleben. Und ich habe jetzt mal den hier genommen, der passt eigentlich so ganz gut. Ne? Ist nicht optimal, aber ja, sieht fast so ein bisschen schrumpfkopfmäßig aus. Aber besser als nichts. Na, ich mag den Helm hier sowieso, Freunde. Ja, ganz gut. Aber der Original ist natürlich cooler und ich hoffe, dass sie den fixen. Übrigens müsst ihr mal darauf achten, die Munition hier, jetzt bin ich wieder weg. Die Munition am Gürtel, da unten die beiden roten für die Coda, die wechseln immer mal. Manchmal sind die oben am Gürtel, ne, und manchmal, also an dem Brustgürtel und manchmal sind die, nein, geh raus. Und manchmal sind die da unten, keine Ahnung, ne, wechselt immer mal. Aber egal, da sollen sie jetzt nicht stören, ist mir nur aufgefallen. Ich weiß nicht, ob das ein Issue-Council-Eintrag wert ist. Das ist sowieso immer so eine Sache. Manchmal schreibt man so Sachen rein in den Issue-Council und dann gibt es so Leute, die schreiben dann, das ist kein Bug. Weil es einfach, ja, weil es geht halt nicht. Aber es ist halt in deren Augen kein Bug. Aber es ist ja eigentlich, es gibt ja keine andere Möglichkeit, sich mal mitzuteilen, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ob das jetzt ein Bug ist oder nicht, ist eigentlich völlig egal. Es ist halt nicht richtig. Ne? Ja. Naja, egal. So, hier. Steht's drin. Fast voll, das Ganze hier. 2 Kisten hätten wir noch reingekriegt. Ne? Aber ganz geil, ne? Hier die Materialien jetzt. Sehr, sehr cool. So. Wollen wir mal hoffen, dass wir hier hochkommen. Ich hatte da ja auch so einen Glitch, dass er dann runterfällt. Aber sieht gut aus. Sehr, sehr schön. Ja, und so könnt ihr die Valkyrie natürlich auch als Transportvariante nehmen. Ne? Ist jetzt natürlich nicht der Transporter schlechthin, aber ja, kann man halt machen, ne? Und macht halt einfach Spaß, weil es ein wunderschönes Schiff ist hier. Guckt euch das an. Ne? Sehr, sehr, sehr geil. Vitol Thruster auch. Ne? Aber Anvil, finde ich, macht sowieso sehr schöne Designs. Gut. Dann gucken wir mal, was wir da jetzt verdienen. Ne, wie gesagt, 1567 Alpha UECs haben wir eingesetzt. So, und jetzt werden wir hier mal erstmal eine kleine Runde drehen. So, und dann werden wir uns mal auf den Weg machen. Ich hatte übrigens vor ein paar Tagen... War ja Freefly-Event jetzt. Und da war einer, der hieß, ungelogen, Freefly-Uwe. Und der hat echt, ich finde das ja immer wieder erstaunlich, dass es immer noch Leute gibt, die wirklich vor PO rumhängen und die Leute von den Landepads schießen und da ihren Spaß dran haben. Ich finde das unfassbar. Ne, das ist echt, also... Ja, und dann kommen sie dann an und dann haben sie schon tierischen Crime-Stat. Ne? Ich habe natürlich auch gleich ein Bounty angenommen von ihm, habe ihn dann natürlich auch abgeschossen danach dann. Aber trotzdem, das war, also ich, unglaublich, unglaublich. So, was wollte ich jetzt? Ach ja, genau. So, hier sind wir, das ist nicht weit. Das heißt, wir können hier direkt rüberfliegen nach Lorville. Zack, zack, 2 Stationen. Sollten wir auch rucki-zucki da sein.
Ja, Freefly ist ja jetzt vorbei, ne? Viele kritisieren das immer, zu Recht, ne? Dass sie Freefly-Events nicht so mögen, weil es halt immer Spieler gibt, die wirklich hier so einen Mist machen, ne? Das ist irgendwie... Das ist für mich so wie Autoschlüssel an Autolack. Und sich dann da einen drauf freuen, ne? Unfassbar sowas. Gut, egal. Naja, das wird sehen, ne? Du kommst so, es ist eigentlich weiß man es schon vorher. Man wacht auf, geht runter, holt sein Schiff und auf dem Weg zum Pad hört man schon, wie die Station schießt. So piu, 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 ne? So auf irgendwas. So. Und dann gehst du raus und dann hörst du schon, dass irgendwie irgendwas irgendwie noch doller schießt. Und dann gehst du hoch zu deinem Schiff und dann siehst du schon, wie oben so irgendwelche Schüsse auf dein Schiff kommen. Ne? Oh ja, und dann weißt du schon Bescheid. So, und weil das Schiff natürlich da steht und noch nicht an ist und die Schilde noch nicht aktiviert sind, platzt das natürlich ganz schnell. Klar, es ist schon besser geworden, dadurch, dass die Station jetzt schießt. Das heißt, der kann nicht da campen und warten, bis der nächste kommt. Ne, das geht halt nicht. Er muss dann abhauen und dann wiederkommen. Ne, in der Zeit hat man natürlich die Chance, sich schnell ein Schiff zu holen. Das habe ich dann auch gemacht. Und dann habe ich ihn nach Clasher geschickt. Ja, hat er noch in den Chat geschrieben, good fight. Ja, toll. Fand ich nicht. Ja, also... Wie gesagt, ich habe überhaupt gar kein Problem mit Piraterie und ne, wenn man das gut macht und die Leute ausraubt und dass man wirklich entscheiden muss, hey, wie sieht's aus, ich erschieß dich oder nimm dir dein Schiff weg oder wie auch immer. Meinetwegen auch anschießen und kurz vor Platzen auf und dann sagen sie auf, ich höre jetzt auf, aber dafür, ne, wie Piraterie halt ist, aber einfach irgendwie ballern und irgendwie vom Pad schießen, das ist schon, naja, aber muss ich euch ja nicht erzählen, das wisst ihr ja selber. Aber dass es immer noch Leute gibt, ne, das ist, ich meine, am Anfang so, ja, Star Citizen ist neu, man kann wen erschießen und dann platzt der, total lustig, ne, so, ja, vielleicht, ne, aber irgendwann denkt man sich doch, das ist doch irgendwann ein alter Hut, das macht doch keinen Spaß mehr. Aber vielleicht bin ich doch irgendwie anders. Ich habe ja auch Spaß am Minern, ne, haben ja auch nicht alle. Ja, die Valkyrie. Eigentlich ein Dropship, ja, wo ihr dann eure Truppen unten in den Einsatz bringt, ne, die ihr dann auch verteidigen könnt, haben wunderbare Geschütze an Bord, um wirklich in Bodennähe noch wirklich geil zu kämpfen. Macht auch tierisch Spaß, das Gameplay mit dem Ding. Da kann man auch schon echt was mit anfangen, wenn man so ein paar Leute ist. Und ja, kann man eigentlich nichts anderes sagen. Hat eine schöne Größe. Na gut. Und sieht geil aus, habe ich schon gesagt, oder? Genau da oben, das sieht man jetzt leider nicht, doch leicht sieht man es, da auf der rechten Seite, da sind so Landepads drauf, 4 Stück, zumindest 4 große. Sollte irgendwann auch funktionieren, das Ganze, aber bis jetzt noch nicht da. Kann aber sein, dass das eine Sache ist, die irgendwann mal zwischengepatcht wird. Ich glaube, da muss man jetzt keine großen Ankündigungen machen in der Roadmap. So, dann wollen wir mal Landerlaubnis erbitten, dann sind wir auch safe. Gegenüber allen, was da kommen mag. So, ein Schiff. Oh, was haben wir da für einen? Freefly Uwe. Ja, nee, keine Ahnung. Oh, hier, da ist so ein Ding. Da muss man aufpassen, dass man nicht gegenfliegt, ne? Ja, kommt schon gefährlich nah, das Ding. So. Da vorne ist unser Hangar. Da werden wir mal reinlanden. Da ist er schon auf. Sehr, sehr gut. Da seht ihr auch oben diese blauen, dieses Blaue ist auch wieder so ein Luftschild. Ist jetzt aber nichts Neues, ne? Aber trotzdem, weil wir ja gerade schon mal beim Thema waren gerade. So, mittlerweile muss ich sagen, fliege ich sehr, sehr gerne, und ich mach mal die V-Toll-Thruster nach unten, in der Innenansicht in die ganzen Geschichten rein hier. Allerdings bei Hangern, die unten sind, mache ich das nicht gerne. Deswegen gehe ich mal in die Außenansicht. Nee, aber an den anderen Hangern, wo man so vorne reinfliegt und so, mache ich das echt gerne in der Innenansicht. Geht auch echt super. Ne? Aber wie gesagt, hier so Außenansicht-Geschichten, das ist mir so ein bisschen zu heikel. Sieht aber doch eigentlich ganz gut aus. Ne? So, wunderbar. So, langsam runterlassen, das Ganze. Teure Fracht hier drin. Bin ich mal gespannt, was wir jetzt verdienen. Ja, schade, dass ich nicht vorher geguckt habe, was ich da so für gekriegt hätte. Aber gut, man kann ja nie alles haben. Hauptsache, kommt ein bisschen was bei rum. Landing complete. Have a
So, wir werden das natürlich in jedem Patch immer mal machen, genau diese Durchgänge. Wir werden minern gehen, wir werden traden gehen, damit wir immer auf dem Laufenden bleiben, wie das Ganze funktioniert, ob es sich wieder lohnt und rentabel ist. Ja, von dieser Commodity-Price-Liste bin ich ein bisschen ernüchtert gerade. Ja, wenn Processed Food das Einzige ist, was overstockt ist, dann bringt uns das alles gar nichts. Ne, das war zu Invictus Launchweek noch ein bisschen geiler, muss ich sagen. Da waren einfach mehr Sachen im Angebot. Da konnte man wirklich ein bisschen was mit reißen. Aber so macht das nicht so einen Sinn. Na gut, dann wollen wir mal. Ich denke mal, wir müssen jetzt in den Lawville Business District. Auf jeden Fall werde ich da gleich hinfahren. Geht auf Nummer sicher. Denn da werden wir es, denke ich mal, auf jeden Fall los. Hoffe ich. Auf jeden Fall hoffe ich. So, dazu müssen wir erstmal hochfahren. Wir werden unser Schiff auch einlagern. Das sollte auch kein Problem sein. Gehen wir entgegen, weil wenigstens nach Strafe. Ja, denn manchmal möchte er das dann noch relativ schnell loswerden und dann gibt es halt immer eine kleine Strafe, die jetzt nicht schlimm ist, ne? Die muss man nicht bezahlen. Oh, mir fällt gerade an, ich glaube, ich muss noch eine Strafe bezahlen. Ich muss da gleich mal an die Automaten gehen. Ich wurde neulich angehalten. Zuppel, zuppel. Ja, irgendwie war da was faul. Also irgendwie wollten die mich nicht scannen und ich musste mich dann bewegen und dann haben sie gesagt, nee, die sind weitergeflogen, Ja, und dann habe ich eine kleine Strafe bekommen. Und ich meine, die müsste ich hier noch bezahlen. Ja, ich bezahle die kurz, ne? Keine Sorge. Ja, das ist, wenn man dann angehalten wird von der Security, also jetzt nicht hier, dann meckern die. Und dann kann man auch mal ein Crime Set kriegen, wenn die dann einen nochmal anhalten. Zumindest war das mal so. So. Das ist übrigens auch schon länger her. Hier, ne? Seht ihr hier? Und 20.000 IFA-UCs. Tschüssane, das ist Wahnsinn. So, hier. So, was hat der jetzt hier? Na gut, zumindest bin ich jetzt wieder straffrei. Ja, auf jeden Fall, wenn die einen anhalten und merken, man hat es noch nicht bezahlt, dann kann es mal Mecker geben. Ich weiß allerdings nicht, wie das ist, weil das ja jetzt hier bei Lawville passiert ist, beziehungsweise bei Everest Harbor, beziehungsweise bei Hurston, besser gesagt. Wie das ist, wenn wir jetzt von der Security, von der Crusader Security angehalten werden. Ich glaube, die sollten da nicht meckern. Aber wie gesagt, ich glaube, es kommt auch echt immer darauf an, von wem man das bekommt. Es gibt ja auch die allgemeine Security, die rumfliegt, ja, die ganz standenweite Security. Ich beeile mich mal. Wow! Und da gilt es dann wahrscheinlich im ganzen Verse, vermute ich mal. Aber ja, es gibt ja jetzt dann, hatten wir ja auch gestern schon auf der Roadmap gesehen, gibt es ja auch mit der 3.14. Endlich das Aufgeben, das Surrender, die Surrender-Mechanik. So wie sich das liest, ist das aber wohl erstmal nur für die NPCs, also wirklich für die Security. Oh, siehst du, da! Haben wir vergessen! So. Siehst du, der meckert da. Kriegen wir wieder Strafe. Naja, es ist, wenn man halt quatscht, ne? Dann kann mich nicht auf viele Sachen konzentrieren. So. Egal. Auf jeden Fall, was soll ich sagen? Dass wir genau das Surrender-Mechanik kriegen und dass wir das auf jeden Fall wahrscheinlich erstmal nur für die NPCs bekommen und nicht für uns selber. Ne? Dass wenn wir Bounties jagen, dass wir denen dann sagen können, pass auf, gib auf und dass wir den dann nach Clasher bringen. Das wird eher sowas sein wie, dass die NPCs jetzt aufhören zu schießen und uns dann einfach in Ruhe lassen und wir dann sagen, ja, okay, ich gebe auf und dann wird der Bildschirm schwarz und dann sind wir in Clasher. Vermute ich mal. Ne? Also ganz unspektakulär. Also so bis so 10 Minuten könnten sie uns da aber auch im Hangar lassen. Ne? Also, da kannst du ja nichts machen in der Zeit. So, wehe, wir werden unser Zeug nicht los jetzt. Wenn ich hingehe, dann gehe ich zu Konstantin Hörsten und hau den grün und blau. So, wir werden zum Schluss übrigens noch was ausprobieren. Ich ziehe mich da mal total verrückt an. Und dann gehen wir mal nach Konstantin Hörsten, denn der soll wirklich tatsächlich schon reagieren, wenn man total irre aussieht. Das machen wir mal. Kann aber auch sein, dass er nur so reagiert, wenn man einen Job hat. Aber wir testen das mal. Soll auf jeden Fall schon gehen. So, hier können wir wieder den Helm abnehmen. So, so. Machen wir hier. So.
Muss ich mal schön die Rüstung angucken. Diese wunderschöne. Ha, die ist schon geil. Ja, aber ich stehe auf braunes Leder. Schon genau mein Ding. Ja, vor allem hier schön mit der dicken Wumme an der Seite, mit der Coda. Ja, aber irgendwie arrangiert der die ganzen Teile immer anders. Auch die Medipens. Manchmal sind die so nebeneinander, manchmal sind die auch untereinander. Da sie, ey, guck mal, hier, ne? Jetzt sind die da wieder am Brustgürtel. Keine Ahnung. Ich weiß es auch nicht. So, und dann wird ja irgendwann dieses Quantum auch mal Einzug erhalten. Ist ja teilweise schon in kleinster Weise, ja, dieses ganze Marktsystem ist ja nicht so, dass da noch gar nichts von drin ist. Aber wenn das mal richtig drin ist, dann wird dieses ganze Börsending auch einfach richtig flutzen. Ne? Und dann wird auch alles, was hier auf den Anzeigen steht, dann sind das keine Dummies mehr, sondern das ist dann wirklich Wahrheit. Ne? Dann können wir hier wirklich gucken, so, wie steht denn das jetzt hier mit Laranit? Ne? Was kriegen wir denn hier wo? Wo oder wie oder was? Da oben, ne? Agrizium. Plus 2. Ja, schnell verkaufen. Oh, hier. Das ist aber auch neu, oder? Das ist doch neu hier. Dass das da so an ist. Achso, ja, nee, da wollen wir nicht ran. Das ist so dieser mit dem Scheinwerfer. Das ist besser. So, also, anscheinend scheint er unser Schiff doch nicht eingelagert zu haben. Gut, uns soll es recht sein. Zack. So, wir können auf jeden Fall alles verkaufen, was wir wollen. Können wir eigentlich auch alles gleichzeitig anklicken? Nee, das können wir nicht. Shop Inventory voll. Ja, herzlichen Glückwunsch. Na wohl, warte mal, kriegen wir was los hier? Ich weiß nicht, ob wir alles loskriegen. Wahrscheinlich nicht. Hier kriegen wir auf jeden Fall schon mal 6501 für. So, das schreibe ich mir jetzt mal auf. Also. 6501. Das ist ja schon mal schon eine Menge Geld. Das ist auf jeden Fall schon weit auf über das, was wir investiert haben. So, kommen wir drauf an, wo alles losgeworden sind. Das weiß ich natürlich nicht. Ne, vielleicht haben wir auch gleich noch was drin. Ja, siehst du, habe ich mir gedacht. Gold, schauen wir mal. Da können wir alles verkaufen. Sehr, sehr gut. Kriegen wir noch 3155. 3155. Sehr, sehr gut. Ja, und das ist halt auch das, was die Leute bemängeln, dass man halt einfach sein Zeug nicht los wird. Ne? Ist wirklich furchtbar, ist das. So, ne, dann haben wir noch was. Ich weiß gar nicht, wie viel haben wir denn überhaupt noch? Ne, hier, 342 kleine Cargo-Units. Na gut, egal. So, Gold, weg. Zack. Ne? So. Hat trotzdem noch was, ne? Aber ich glaube, das geht gleich weg. So, hier kriegen wir auch alles raus. Genau. Ja, wir haben von Agrizia noch 1550 Units, ne? Das ist nicht so wenig. Boah. Mach mich fertig. Ich meine, wenn man nichts macht, ja, dann kann ich das ja verstehen. Hat er jetzt oder was? Ja, nicht, ne? So, 4462. Also auf jeden Fall schon gut über 10.000. Ich finde, das ist schon gut. Na klar, gut, wir haben jetzt 28 Stunden drauf gewartet, ne? Aber in der Zeit kann man ja was anderes machen. Ne? Also ist ja nicht so, dass man dann nichts machen darf. Ne? So gesehen. So. Und was ist jetzt mit Titanium? Das ist jetzt weg. Ich glaube, das habe ich jetzt gerade übersehen, dass ich da wahrscheinlich... Ach ja, ich glaube, ich habe drauf gedrückt, ohne dass ich dann... Ah, ja, egal. Ja, ich gucke mir das gleich in der Aufnahme nochmal an. Müsst ihr auch nochmal gucken. Auf jeden Fall, glaube ich, haben wir echt gut Geld gemacht. Ne? Da kann man echt nicht meckern. Das können wir uns nicht verkaufen. Da werden wir auch nochmal ordentlich was rauskriegen. Wir können ja gleich nochmal gucken. Ich würde sagen, wir ziehen uns jetzt mal kurz an wie ein Clown. Und dann gehen wir mal zu Konstantin Hörsten und gucken mal, wie der reagiert, würde ich sagen. So, was haben wir denn hier?
Ah, der Server ist schon gerade wieder ein bisschen lame. Würde ich sagen, ziehen wir uns mal erstmal komplett aus. Wir fangen mal bei 0 an. So, Undersuit. Was ziehen wir uns denn mal drunter? Irgendwas total Verrücktes. Ich guck mal, ob ich irgendwas noch habe von der Bad Taste Party. Ich glaube, in dem Bereich habe ich gar nicht eingekauft. Hier, das hier. So. So, dann nehmen wir mal den hier. Ich sage, das passt ja schon mal überhaupt nicht zusammen. So, dann nehmen wir ihn. Vielleicht. Ah, ich gucke nochmal weiter. Ah, das passt ja schon wieder. Ah, ich glaube, wir haben noch was Besseres. Das vielleicht? Würg. Oh, der mittlerweile ein Zeug hat, ne? Schlimm. So, nee. Ja, sieht auch schlimm aus. So, komm, dann haben wir noch ein paar verrückte Arme. Nehmen wir die. So, ja, noch ein paar Beine hier. So, total verrückte Beine. Die zum Beispiel. Oh, das ist schon übel, oder? So, gucken, was er sagt. Ist ja auch geil, wenn die Wachen einen schon gar nicht reinlassen würden, so, ne? Sieht das blöd aus. Dumm. Gerne auf. So, mein Freund. Wie gefällt dir mein Outfit? Sag was. Nett. Er ignoriert uns komplett, ne? I'm neck deep in requisition orders. I don't have time to talk. Ach so. Mhm. Vor allem mit dem Seufzer vorweg, ne? So, als wenn er so behelligt wird, so, Entschuldigung. Wollte ja gar nicht fragen. So, aber reagiert nicht, ne? So, wir können mal kurz gucken, ob wir vielleicht einen Auftrag haben von dem. Wird wahrscheinlich nicht so sein, ne? Was kriegt man mal einen Auftrag von dem? Nie. So, also hier, das. Nein, Tell. Nee, hier ist nix. Nix. Hier vorne ist, glaube ich, sowieso nichts von dem. Knilch. Nee, das ist alles. Ist alles nix. What is happening? Ist auch geil. So, dann machen wir was anderes. Ich versuche nochmal was anderes. Aber so ganz, ganz verrückt. Und zwar machen wir mal so. Und dann machen wir mal. Ziehen wir uns mal komplett aus. So, nur Socken lassen wir an. Achso, da haben wir gar nichts. So, oder? Komm, machen wir nicht ganz nackig den Mann. Machen wir mal so. Machen wir mal einen auf Chippendale. Gucken, was er jetzt sagt. Aber vielleicht gefällt ihm das auch. Kann auch sein. Ja, nackt bis auf das Mobiglas. So, was sagst du jetzt? Nerd. Oh, jetzt ist er eingefroren. Na? Entschuldigung, Sie haben mich bestellt. Nee, will nicht mehr. Will nicht! Ja, der tut jetzt so, als wenn man nicht da ist. Na gut, komm, wir gucken noch mal ganz kurz, ob wir vielleicht unser Agritium noch loswerden. Ansonsten werde ich das dann morgen noch mal probieren. Und ich werde euch dann in den nächsten Abenteuerfolgen dann irgendwann mal sagen, wenn ich dann weiß, wie ich die dann letztendlich verdient habe. Aber momentan haben wir auf jeden Fall schon gut knapp
knapp, ja, 15.000. So ungefähr. Ne, und das ist ja eigentlich in Ordnung. 15.000. Ja, gut. Ne, oh, wir können wieder. Oh, wir können alles. Oder? Ja, doch, ich glaube schon. Ach nee, doch nicht. Verdammt. Naja, ein bisschen was auf jeden Fall. Oh, hier. 13.000 nochmal. Das ist nicht schlecht. 13.000. 5,3. So. Zack. So, gucken, wie wir noch über haben. Ich glaube, kriegen wir noch zweimal das gleiche raus. Na, komm. So, jetzt aktualisiert sich leider. Das ist natürlich noch ein bisschen weniger jetzt, ne? Seht ihr? Also wir kriegen nochmal bestimmt 26.000 nochmal raus. Und finde ich echt nicht so übel. Also das kann man schon echt machen. Dafür warte ich gerne mal 28 Stunden, Freunde. Gut, was wir in der nächsten Folge machen, müssen wir mal gucken, wie es jetzt auch weitergeht, denn es ist ja auch schon wieder ein Event angeplant, angedacht. Wann das jetzt startet, weiß ich nicht. Wir müssen da kurzfristig darauf reagieren, ansonsten, es geht auf jeden Fall so oder so weiter. Freunde, macht's gut. Tschüss.